deine Handschuhe auch wieder hier im Rucksack, ja? Was ist das, Mila? Eine Kette. Muss noch was rein? Kakuga. Kakuga. Dann pack rein. Kakuga. Dino, Chase, okay. Dann ist der Rucksack auch voll, du. Zack, eine. Nein. So. Bist du richtig drin? Und das drück rein. Super. Und fertig, super. So. Okay. Du musst auf Papas Seite. Warte mal, ich habe vergessen. Aber man muss Rucksack vorher abnehmen, ne? Das kannst du nicht einsetzen. Oh. Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Yari ist noch hinten, den bringen wir gleich in die Krippe. Julian bringt gerade Mila in den Kindergarten. Und genau, dann geht es wie gesagt gleich weiter ich zu Yari. Wir sind heute. Yari hat Affenzahnschuhe heute an. Ja. Genau. Ja, heute sind wir ein bisschen spät dran. Es ist jetzt halb, kurz nach halb, bis Viertel vor. Sollten die Kinder am besten im Kindergarten sein, aber ja, an manchen Morgenen läuft halt nicht alles und ganz Papa so flüssig. Hat auch Affenzahnschuhe. Und Papa hat keine Affenzahnschuhe. Hood Life. Ja, da ist Dings. Davini. Nee, wie heißt sie noch? Davina. Da gibt's immer lecker. Oder auch nicht. Ja, halben Hahn. Zum halben Hahn, der Laden ist auch schon ewig dicht, ne? Hier. Da haben sie mal Grasplantage rausgenommen da. Das waren noch Zeiten. Hier. Mehaba, jetzt geht's zu Bisim. Mehaba! Von die Deutsch. Ich hätte gern so einen Lammerkuhn. Wir wollen jetzt kurz Kräuter kaufen. Also vor allem Kräuter. Brauchen wir noch irgendwas? Petersilie, Minze. Wir wollen nämlich wieder den besten Linsensalat aller Zeiten machen. Und dafür brauchen wir die besten Kräuter. Ne? Ja. So, und jetzt Achtung, ein Schwenk auf Julian. Aber so viel anders siehst du gar nicht aus. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt. Ja, ich sehe aus wie... Julian hat versehentlich sein Bart ein bisschen zu kurz Julian getrunken. Sieht aus wie Julian, nur in 16. Hallo! Ja, es macht schon viel aus, aber es ist ja noch... Ist ja nicht so, dass du komplett ohne Bart bist. Naja, schon. Schon. Ich fühle mich nackig. So, komm. Okay, los geht's. Koriander auch nochmal? Ja, bitte. Und die Minze. Nehmen wir zwei Minuten. Jawohl. Dann trinkt ihr so gerne Pfefferminztee. So, packen wir alles in Büdel, wobei müssen wir gleich sowieso noch eben zeigen. Ne? Voll gepackt mit tollen Sachen, es sind doch nicht nur Krüder geworden. Ollum, wir haben alles bekommen. Wir machen gleich einen kleinen Haul. Also so viel jetzt nicht, aber. Ein Haul. unsere Ausbeute. Wer hat das denn angeknabbert? Da waren die Mäuse. Die Mäuse. Diese kleinen Ibnis. Jetzt gibt es hier einen kleinen Einkaufshaul, was wir hier beim türkischen Supermarkt gekauft haben. Also ist jetzt nicht die Menge, ne? Aber wir zeigen euch trotzdem, was wir geholt haben. Wir haben ja einmal hier diese leckeren gerösteten Kichererbsen. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Kichererbsen. Sehr lecker, esse ich sehr, sehr gerne. Dann haben wir an der Kasse, hat Jürgen Düsseldorf entdeckt. Gibt es sicherlich auch woanders. Jürgen ist so auf Peanut Butter, mag das ja gern. Ist nicht so mein Fall, deswegen habe ich Chocolate Chip Cookie Dough ausgesucht. Cookie Dough. Bin sehr gespannt. Dann haben wir einmal hier, ganz wichtig, Fladenbrot. Ja, ganz köstlich. Auch immer ein Essential, das man immer da haben sollte. Und natürlich, wie soll es anders sein, diese sogenannten, ich glaube, die heißen Simit. Ja. Ja, Sesamringe. Auch ganz köstlich. Dann haben wir hier zwei bunt frische Minze. Einfach herrlich. Schön grün. Wie es sein muss. Haben wir einen Bund Petersilie noch mit und Koriander. Dann Lauchzwiebeln, Spitzpaprika, einmal Tomaten. Paprika mit und Jumjum. Nee, so. Spitzpaprika. Ja, das war unser Einkauf. Ganz köstlich. Wir haben gezahlt 20,25 Euro. Ja. Für dich kann man nicht Geht sagen. Lebensmittel bzw. Gemüse oder kauft ihr mal lieber im türkischen. Also für die Lauchzwiebeln habe ich 79 Cent oder es hat abgebrochen, 79 Cent gezahlt. Das kriege ich, glaube ich, im Supermarkt nicht so. Tomaten, glaube ich, die drei Tomaten 69 Cent. Die Paprika waren, glaube ich, im Angebot. Aber auch die Kräuter, also das sind halt so richtig dicke Büschel halt. Ne? Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was man so im Supermarkt kriegt. Ne?
Von daher werden wir da auf jeden Fall jetzt nochmal öfter hin. Also sonst sind wir auch immer für Kräuter und so hin, aber ich glaube, jetzt wird man nochmal bewusst häufiger dahin fahren, mhm, weil man da einfach günstiger auch einkaufen kann. Ja, und die Qualität halt ist auch besser. Sind, ne? Also ich finde zumindest beim Obst und Gemüse auf jeden Fall. Also. Ein Schwarztee und ein halber Sesamring. Sehr spektakuläres Frühstück, aber darauf habe ich jetzt einfach richtig, richtig Lust. Datteln kommen noch. Ich will jetzt eben den Linsensalat machen. Ich habe den in letzter Zeit so oft gemacht. Wer mir auf Instagram folgt, wird den schon einige Male gesehen haben. Das ist ein Linsen-Curry-Salat mit Quinoa und Datteln sind da drin und halt frische Kräuter, Minze, Petersilie, Koriander kann man reinmachen. Der ist so, so lecker. Wirklich so lecker. Ich verlinke euch das Rezept. Also diese Kombi halt auch aus dem Süßen und den anderen so gut. Rote Linsen habe ich auf jeden Fall noch da. Ich mache es mir heute so ein bisschen einfacher und nehme fertig gekochten Quinoa. Ansonsten ja, normal Quinoa nehmen. Und rote Linsen brauchen ja auch nur ein paar Minuten. Also die sind ja schnell gekocht. Ich guck mal, ob ich die doppelte Menge mache. Ich auf jeden Fall. Das sollte, glaube ich, passen von den Mengen. Vielleicht ja, dreifache Menge wird, glaube ich, schwierig. Ich glaube, so viele Datteln habe ich nicht mehr da. Gucken wir mal. Auf jeden Fall legen wir jetzt erstmal los. Tomaten gehören zwar eigentlich nicht mit in den Salat, mache ich aber immer mit rein, damit da ja noch mehr Frisches quasi drin ist. Also ich nehme einfach echt so eine Handvoll. Muss ich mal gucken, jetzt bei der dreifachen Menge fehlt nämlich auch ein bisschen mehr. Die kleinen süßen Cherry-Tomaten. Es ist jetzt alles fertig geschnibbelt für den Salat. Die Tomaten, Datteln, rote Zwiebeln und die ganzen Kräuter. Also das ist jetzt Petersilie, ein bisschen Koriander und Minze. Ich muss dann gleich nochmal abschmecken, ob ich nicht noch mehr Minze reinhau. Sieht jetzt gerade so klein gehackt, total wenig aus. Es war aber eben echt so, zack, ein Berg. Hier haben wir den Quinoa schon drin, die gekochten roten Linsen. Und ansonsten kommt vielleicht noch Curry rein, ein bisschen Kurkuma, Limettensaft, Olivenöl, eventuell noch ein bisschen Ahornsirup. Da müssen wir gleich dann einfach abschmecken. Ja, Salz, Pfeffer. Ansonsten ja, vermengen wir jetzt einfach nur, zack. Salat ist fertig. So ein richtig schön bunter Salat einfach. Ich lasse den jetzt im Kühlschrank nochmal richtig schön abkühlen und durchziehen. Und dann kann ich nachher nochmal abschmecken, ob noch so ein bisschen Limettensaft oder Salz, Pfeffer, irgendwas ran muss. Aber wir haben jetzt eine richtig dicke Schüssel voll. Richtig gut. Ab mit dir in den Kühlschrank. Boah, ist das schwer. Mir ist übrigens eben aufgefallen, dass ich hier in diesen Zwischenelementen noch diesen Transportschutz dran habe, also als der Kühlschrank eingepackt war, haben wir das gar nicht abgemacht. Muss ich demnächst mal machen. Ich muss den Kühlschrank dann sowieso einmal wischen und alles sauber machen und dann werde ich die dann auch abmachen. Aber jetzt gerade stören sie ja gar nicht. So, schnell wieder zu, gar nicht so lange auflaufen. Und die Küche habe ich eben auch direkt schon aufgeräumt. Die Gläser muss ich jetzt gleich noch eben wegräumen, aber ansonsten alles abgewaschen, alles aufgeräumt. Meine Krüder hier schön in die Töpfe gestellt, würde ich gerade sagen, in die Tassen. Sieht doch richtig schön aus. Haben wir noch ein bisschen Petersilie, hier Minze, Koriander. Für den nächsten Salat oder Suppe oder was auch immer. Schnick, schnack, schnuck. Oh, du hast Papier. Hast gewonnen. Papier wickelt den Stein ein. Okay, nochmal weiter. Schnick, schnack, schnuck. Oh, ich habe eine Schere. Ich schneide das Papier. Mama hat auch einen Punkt. Und weiter. Schnick, schnack, schnuck. Oh, du hast wieder Papier. Da kriegst du wieder einen Stein ein. Schnick, schnack, schnick, schnack, schnuck. Oh, jetzt markiere ich dich ein. Oh. Mein Gewinn, mein Schnick, schnack, schnuck.
Ich habe die Schere. Hier, Stein haut gegen die Schere. Wir fahren jetzt zum Spielplatz, heute mal zu einem anderen. War Jari zumindest noch nicht. Mila war da letztens schon mit Julian und er wollte aber gerne auch noch mal hin und da rutschen. Und deswegen düsen wir da jetzt hin, trinken, habe ich ein paar kleine Snacks und dann ja, gucken wir mal, wie voll das da ist, weil Wetter ist ja gut, ist nur ein bisschen frisch. Vorsichtig. Sie sind direkt einfach über den Zaun geklettert. Hallo. Sie haben einfach den ganzen Spielplatz für sich. Sandspielzeuge. Hier ist aber immer auch was da. Ich weiß gar nicht, wie das hier organisiert wird. Ja, und im Sommer kann hier Wasser fließen, ne? Guck mal, kleine Brücke. Hops. Hallo Mini. Was ist, wenn ich stecken bleibe? Ja, dann holen wir die Feuerwehr. Achtung. Ah, wir rutschen zusammen. Okay, Achtung. Oh, warte, ach, ja, die hat sich vorgedrängelt. Oh, warte. Ich bin schneller. Oh Gott, okay. Eins, zwei. Ich habe übrigens eben gesehen, dass das hier ein Spielplatz von einem Elternverein ist. Deichpiraten heißen die. Ich habe mir jetzt nochmal einen Flyer mitgenommen. Und die in dem Elternverein gucken halt, dass das hier sauber bleibt, dass sie ja eben auch hier diese Sandspielsachen dann bereitstellen und so. Also deswegen liegt hier halt auch immer alles. Mega cool. Und die haben das wahrscheinlich auch so weit wieder in Schuss gebracht, weil vorher war hier nichts. Also diese ganzen großen Spielgeräte ist dann halt wohl vom Elternverein ausgekommen. Mega cool. Und wie heißt denn hier der Laden? Pfiffikus Missikus. Pfiffikus Missikus heißt der Laden. Okay, und Mila will einmal zeigen, was sie alles hier in ihrem Laden anbietet. Also, das hier ist eine Schüssel zum Essen. Und hier ist das Klößchensuppe und das hier Salat. Mm. Und das hier ist Currysoße. Alles, was lecker ist, ne? Super. Oh, wow. Mit Pfeffer darf es noch sein oder Chilisoße oder Currysoße? Ja, mit ein bisschen Currysoße sonst. Was kostet mich das denn? Nix. Umsonst. Oh, das klingt gut. Der Herr hat auch umsonst bezahlt. Der Herr hat auch umsonst gegessen? Okay. Mhm. Vielen Dank, das sieht ja hervorragend aus. Und wenn sie fertig sind, nicht wegschütten. Ja. Ich brauche jetzt erstmal einen Cappuccino. Ich bin gerade nicht richtig müde. Cappuccino habe ich und ich habe gerade noch die Tüte mal eben mit hochgenommen. Ich habe nämlich noch mehr Sachen von Yari, die ich bei Vinted einstellen muss. Super ärgerlich. Ich wollte eigentlich Yaris Sachen so gesammelt zusammen hochladen. Aber das waren noch Sachen, die bei meiner Schwester waren. Deswegen lagen sie woanders. Also die sie jetzt auch nicht mehr braucht für meinen Neffen. Und ja, von daher habe ich hier jetzt nochmal, was sind das überwiegend? Pullover, Mützen. Ich glaube, so ein Regenanzug muss ich jetzt nochmal fotografieren und hochladen. Ja, aber vielleicht haben so dann auch nochmal andere Leute eine Chance auf ein paar Sachen, weil die Sachen, die sind so schnell weg. Also ich glaube, ich hatte, ich weiß nicht, wie viele Sachen, ja, ich bin hier oben, wie viele Sachen ich hochgeladen hatte, aber die waren innerhalb von 20 Minuten alle weg. Also manche haben die Benachrichtigung bekommen, ich habe was hochgeladen, waren dann bei mir auf dem Profil und es war einfach nichts mehr da. Also es wird nichts mehr angezeigt, also super, super schnell weg hier die Sachen. Ich bring Yari schon mal direkt ins Bett. Yari schläft. Nein. Ach, doch nicht. Doch nicht. So, dann können wir hier noch aufräumen. So. Ah. Hier ist noch die
Katzenspielangel hier oben, weil du Ella letztens hier hochgelockt hast. Die Katzen hier hochgelockt, ha? Ja. Ja. Nehmen wir gleich noch mit runter. Stapelsteine. Können wir nochmal ein bisschen. Und fertig, los. Boing. Machen die Kinder jetzt auch gleich ihr Bett fertig. Einmal umziehen. Dann gibt's Abendbrot. Und dann ist der Montag auch schon wieder um, wollte ich sagen. Montag vor allem. Ja, weil Jari jetzt heute den ersten Tag zum Kindergarten wieder war und die letzten zwei Tage zu Hause war. Deswegen ist man schon wieder ein bisschen durcheinander von den Wochentagen. Wie gesagt, ich beende den Vlog an dieser Stelle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.